Raserei ist hier echt unnötig. Was soll das? So. Mann, dann saug dich lieber an den da. Ich bin zur Jagd auf die Lebendigen, verdammt. Ich schnapp ihn dir doch, Mensch. Er schnappt ihn sich nicht. Geht doch. Okay. Hm? Ach, guck mal, können wir zugucken, wie sich die Blutleiste langsam füllt, okay? Ich trinke auch mal was, aber Kaffee. Der inzwischen zwar kalt ist, aber egal. Ja, und tschüss. So. Dann haben wir hier noch ein paar dicke Truhen. Oh, ein Vollhelm. Geile Sache. Ein Vollhelm. Wie geil ist das denn? Sparen wir uns den Kauf davon. Und ein Kettenpanzer. Oh. Kriegen wir hier die richtig geilen Sachen. Super. Dadurch entkommen wir. Wir haben es geschafft. Wir sind raus. Wir sind raus. Yay. So, Widerstandskraft auf jeden Fall erhöhen. Blutgeschick. Ich werde das mal mitnehmen, damit er das mal lernt. Geschick, genau. Die restlichen Punkte behalte ich noch. 9700 Punkte, Alter. Körperkraft, Geschick, Widerstand, Intelligenz, Geistesschärfe. Komm, erhöhen wir auch nochmal die Erscheinung. Die Manipulation, Charisma, durch. So. Serena. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, Serena zu sagen. Yay! Da hören wir auch mal den Widerstand. Die Wahrnehmung. Die Intelligenz. Die Geistesschärfe. Charisma. Manipulation. Erscheinung geht nicht, weil das anscheinend zu teuer ist. Oder es geht einfach nicht. Nee, es geht einfach nicht. Okay. Auch gut. Dann erhöhe ich mal deine Blutheilung nochmal. Erik. Der Erik. So, Widerstand. Die Wahrnehmung erhöhen wir nochmal. Die Geistesschärfe sollten wir nochmal beträchtlich erhöhen. Intelligenz, die er ja inzwischen hat, tatsächlich. Erhöhen wir das beides nochmal. Haben wir alles in den 60ern. Nicht in den 60ern, in den 40ern. Fast bis auf die Erscheinung. Gut. Fliehen Sie aus dem Stützpunkt der Deutschritter. Genau, das haben wir geschafft. Wahnsinn. So, hier haben wir nochmal Geld. Moment, hier war noch was. Oder war das nur Eriks Anzeige? Gut, also Christoph ist bereits versorgt mit neuen Gegenständen tatsächlich. Macht sich auch dezent anhand seiner Rüstung bemerkbar, wie man sieht. Also die Rüstung verändert sich immer weiter. Cool, cool. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Das da ist die Hellebarde. Also wir haben zwei Hellebarden. Zwei Claymore, eine Hellebarde. Und sowas hinterlassen. Können wir da jetzt raus? Ich würde gerne rausgehen. Wo kommen wir jetzt raus? Da können wir raus. Da können wir raus. Ja. Wir sind draußen. Oh, ist das schön. Wir sind draußen. Wir haben es geschafft. Der Bereich ist gesichert. Sehr, sehr schön. So, jetzt muss ich erstmal nach dem Shop gucken. Entweder die Schmiede oder was mir lieber wäre, dieser okkulte Laden. Die Frage ist, wo war der? Der war, glaube ich... Nee, das ist die Waffenschmiede. Stützpunkt der Deutschritter, Stephansdom, das haben wir ja auch schon. Da ist unser Versteck. Ich glaube, hier war das, ne? Orden des Hermes. Genau, da müssen wir hin. Die östliche Ringstraße ist das. Da müssen wir hin. Das sind die Wachen, die lassen uns ja in Ruhe, wenn wir sie in Ruhe lassen. Oh, diese Rüstung, ne? Wenn man die schon hört.
Hat ja einen Vorteil, ne? Wenn man die Rüstung schon aus weiter Entfernung hört, dann weiß man schon, okay, da sollte ich nicht hingehen. Oder erst recht, um ihn einer auf die Fresse zu hauen. Alleine die Musik auch von Wien, ne? Eieieiei. So. Genau, da müssen wir hin. Östliche Ringstraße. Denn ich werde erstmal die okkulten Gegenstände verkaufen. Also Schriftrollen und Diamanten und sowas, das brauchen wir ja alles nicht. Jetzt muss ich das ja nur erstmal finden. Ich glaube, ich gehe gerade auch in die falsche Richtung. Höchstwahrscheinlich könnte ich mir vorstellen. Ich meine nämlich, dass das auf der Seite war. Dann mal gucken, dass wir da nochmal rein können und nochmal den Rest holen. Ich möchte ja nach Möglichkeit nichts liegen lassen müssen. Ihr kennt das ja von mir. Ne, da wollte ich nicht hin. Da ist die Waffenschmiede. Hä? Wieso ist da die Waffenschmiede? Ach, sind wir jetzt erst richtig in der Innenstadt angekommen, oder was? Graf Orses Hof. Ne, zu dem Verräter gehen wir später. Was sagt denn der Speicherstand, wo wir sind? Außenbezirk. Okay, wir müssten zum Außenbezirk erstmal. Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann muss ich jetzt trotzdem nochmal zur östlichen Ringstraße. Weil dort ist eben halt der okkulte Typ. Östlich. Da wollen wir hin. Gut. Da ist der Laden. Genau da wollte ich hin. Nee, hier bin ich falsch. Zum Froschwirt wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Da ist er. Orden des Hermes. Genau da wollte ich hin. Was wisst ihr über das Wiener Gildehaus? Nur, dass die Magi darin einst unserem Orden zugehörten, doch seit langem unbekannte Dinge tun. Sie gewähren niemanden Zutritt zu ihrer Festung. Der Orden wäre dankbar für alles, was ihr über sie herausfindet oder ihnen antut. Auch wir können die Festung nicht betreten. Dazu benötigt ihr das Amulett des Etrios. Amulett? Wir fanden dieses Amulett bei den Tremere. Genau das ist es. Es muss jedoch noch mit einem Zauber belegt werden. Ich werde das für euch tun, wenn ihr versprecht, mit der Chronik des Etrius zurückzukehren. Weshalb begehrt ihr diese Chronik, Orvus? Wir streben danach, den hermetischen Orden vom Makel der Tremere zu befreien. Und wir müssen mehr herausfinden über den besorgniserregenden Verlust der Magik seit dem Anbruch dieses Jahrtausends. Die Magik verschwindet aus der Welt und wir wissen nicht, wie man diese unaufhaltsame Ebbe der magischen Gezeiten aufhalten kann. Die Tremere haben einige Geheimnisse enträtselt, doch sie teilen ihr Wissen nicht mit uns. Falls wir eine solche Chronik finden, werden wir sie euch überlassen. Dann werde ich das Amulett des Etrius verzaubern. Geht schnell. Die Tremere fallen heute Nacht in das Gebiet der Chimiska ein, um einen offenen Krieg anzuzetteln, wobei sie ihr Gildehaus weitgehend unbewacht lassen. Viel Glück. Ich danke euch, Orvus. Lasst uns das Wiener Gildehaus vernichten. Aber erst, wenn wir shoppen waren, Kollege. Erstmal shoppen. So, also das Gegengift werde ich komplett verkaufen, weil das brauchen wir bisher gar nicht. Spätestens dann brauchen wir es, wenn es zu spät ist. Wie immer. Die Smaragde, der Ring, 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 Ring. Was ist das hier? Lied der Ruhe. Ich werde das mal bei mir behalten. Ich habe das Gefühl, dass das sowas ähnliches ist wie diese Bücher. 352. Geil. Und nochmal 352. Richtig geil. Das brauchen wir auch nicht. Weil wir sind Vampire. Und Vampire können eigentlich nicht krank werden. Jedenfalls nicht wirklich. Unbekanntes Vitae. Nicht bestimmt.
Können wir auch verkaufen eigentlich. Es war ärgerlich, weil es könnte was Wertvolles sein. Aber es bringt mir ja nicht wirklich was. So, dann hauen wir die Schriftrollen hier auch gleich noch weg. Was ist das hier? Geistige Berührung. Ja, komm, weg damit. Was haben wir hier? Blut der Macht. Was ist das? Nebelgestalt. Widerstand. Ich brauche die Schriftrollen des Erweckens. Vor allen Dingen. So, da ist die Schriftrolle des Erweckens. Wir haben... Christoph hat 2. Das reicht. Die anderen... Die verkaufen wir. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Das kann auch weg, auch wenn die so mächtig aussieht. Die kann weg. Es tut mir jetzt leid, wenn das jetzt hauptsächlich nur ums Verkaufen und Kaufen geht. Blutkessels. Was bringt der? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich verkaufe das auf jeden Fall alles mal. Kann ich auch den Finger verkaufen? Das ist gut. Weg damit. Kauft er auch das? Jo. Sehr schön. Nur die Waffen kauft er halt nicht. Macht nichts. Hauptsache, er kauft uns mal die ganzen Ringe und das alles ab. So, dann haben wir nämlich das Wichtigste schon mal weg. Und dann können wir auch noch die Waffen und Schilde verkaufen und dann nach Möglichkeit noch neue Ausrüstung dazu holen. So. Gut, das sind wir schon mal los. Das Inventar sieht hier so leer aus. So, also für jeden 2. Das heißt, wir brauchen 6. 6. Blutperle. Ach, guck mal an, der bietet auch Blutperlen an. Jawohl, Vitae. Ja, nee, das will ich ja nicht. Kainitenvitae. Oh, Kainitenvitae ist also von der Wirkung her so ähnlich wie die Blutsteine, okay. Verstehe. Ich mache das aber so. Das wären 16 Tränke für jeden. Also für jeden jeweils 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gott sei mit euch. Sagen Sie das Tagebuch des Ethereus, genau. So, dann kriegt Wilhelm seine 4. Sowie 2 Erweckungsrollen. So, dasselbe gilt dann auch für Serena. Ich weigere mich, weitere Ausbeute zu tragen. Oh, du hast ja auch noch Loot, sehe ich gerade. Dann gib mal die Waffen Christoph. Meine Tragkraft lässt keine weiteren Besitztümer zu. Mensch, Serena, du. Ach, das ist Christoph, okay. Mensch, Serena, dich habe ich ja ganz außen vor gelassen. Herzlich willkommen. Ich wollte Serena haben, genau. Mensch, dann verkauf mal dein Loot noch. Erweckens, das ist okay, das kann weg. Ach, guck mal, sie hat noch 2 des Erweckens. Egal, habe ich noch ein bisschen Reserve. Kann man das auch verkaufen? Blutbeutel? Heilt nur 25, ist nicht viel. Machen wir dann lieber zu Geld. Das können wir auch verkaufen. 1 bringt das gerade mal. Das ist nicht viel. So, das weg und das weg. Okay. Gott sei mit euch. So, soweit ich gesehen habe, hat sie jetzt bereits 3. Gut, und sie hat 2. Eigentlich schon hat sie schon 2. Das ist ein bisschen doof jetzt. Aber naja, gut. Ein bisschen verkalkuliert. So, 1, 2, 3, 4, 2. So, und der Rest bleibt erstmal im Inventar. Gut, dann haben wir das schon mal. Achso, durch das Tor kommen wir jetzt nicht durch. Das war ja auch das falsche Tor. Durch die Tür wollten wir. So. Die Innenstadt.
Nee, ich wollte ganz gerne zu dem Waffenschmied. Gut, also wir sind schon mal jede Menge Loot losgeworden.